Herzlich willkommen in der Blue Holster Garage. Heute machen wir ein Unboxing-Video zu der schönen Pro 5000 AP Racing Bremse, die für ein M2 ist. Dann zeigen wir euch mal, was da so dabei ist. Also ich habe ja schon einen Bremssattel hier in der Hand. Der ist ein 6-Kolben-Sattel für eine 368er Bremse, weil ich möchte ja gerne 18 Zoll fahren. Und wie man sieht, haben wir hier einen Reibring. Dieser ist schon angefahren, dieser Reibring. Wie gesagt, 368 mm, um später 18 Zoll zu fahren. Dazu kommt dann halt der Topf noch da drauf, auf den Reibring. Wird dann befestigt mit vielen, vielen kleinen Schrauben, die wir hier noch haben, die AP uns dann mitliefert, mit Klammern, das sind Schrauben für den neuen Halter, der aus einem gefräst ist. Dann haben wir auch angefahrene Bremsbeläge, weil es halt eine angefahrene Bremse ist. Stahlflexleitung haben wir hier auch, wobei Stahlflexleitungen in dem Fall schon verbaut sind an dem Fahrzeug. Wir haben Bremsflüssigkeit, Rennbremsflüssigkeit kommt da rein. Zwei von den kleinen Kanistern brauchen wir. Ja, soweit. Wie gesagt, viele, viele Kleinteile, viele, viele Schrauben. Und das wollen wir euch dann mal näher bringen in einem Einbauvideo, wie das so funktioniert. Das werden wir die Tage mal machen. Es wird ein heiter Spaß, weil wir es selber noch nicht gemacht haben. Aber wir zeigen euch, wir nehmen euch da gerne mit, wie das so funktioniert. In dem Sinne.